Du hörst die Lesung eines Pravda-TV-Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Lichttherapie, die Medizin der Zukunft. Veröffentlicht am 12. September 2017 auf Pravda TV. Alle Links beziehen sich auf die Textversion. Kaum jemand weiß, dass Licht tatsächlich ein sensationelles Heilmittel ist. Nachweislich wirksam, zum Beispiel bei Osteoporose, Herzinfarkt, Schlaganfall, Bluthochdruck, Autoimmunerkrankungen, psychischen Störungen, Krebs und vielen anderen Krankheiten. Das Buch Lichttherapie, die Medizin der Zukunft, vermittelt übersichtlich das neueste und aktuellste Wissen rund um die moderne Lichttherapie und all ihre möglichen Anwendungen. Zugleich kommen die bekanntesten Lichttherapeuten, allesamt erfahrene Mediziner, zu Wort und teilen für jeden verständlich ihre fachlichen Kenntnisse. Erfahren Sie, welche enorme Bedeutung Sonnenlicht für die menschliche Gesundheit hat und wie wirkungsvoll Sie Licht als Medizin der Zukunft heute schon ganz bewusst und gezielt bei Krankheiten nutzen können. Sonnenlicht ist seit dem frühen Altertum als Heilmittel bekannt und ist in den uns überlieferten Schriften der bekannten Ärzte der Antike und des Mittelalters von Hippokrates über Galen bis zu Paracelsus lobend erwähnt. Die Heliotherapie, zu Deutsch Sonnenbäder, war bis ins frühe 20. Jahrhundert Bestandteil der ärztlichen Heilkunst, wurde aber ab dem 18. Jahrhundert zunehmend von Laien propagiert und angewendet. Am bekanntesten dürfte Pfarrer Kneipp sein, der neben seinen Wasserkuren auch Luft- und Lichtbäder empfahl. Mit dem Aufkommen einer chemisch orientierten Medizin geriet die Heilwirkung des Sonnenlichts zunehmend in Vergessenheit. Link: Medizinskandale, neue Wege zur eigenen Gesundheit. Video. Erst in den letzten 30 Jahren wurde das Sonnenlicht in seiner Bedeutung für die Vitamin-D-Synthese in vielen Untersuchungen gründlich erforscht. Auch der karkadiane Wechsel zwischen Licht und Dunkelheit und sein prägender Einfluss auf den Schlaf-Wach-Rhythmus, den Melatoninstoffwechsel und viele weitere hormonelle und biochemische Kreisläufe im Organismus gerät zunehmend in den Fokus der Forschung und der Öffentlichkeit. Nun also ein populär wissenschaftliches Buch über Lichttherapie. Es beginnt mit einer Einführung in die Heliotherapie, der einzigen Möglichkeit zur Lichttherapie im vortechnischen Zeitalter. Hierbei haben wir in unseren Breiten das Problem, das schon die neuzeitlichen Pioniere der Lichttherapie erkannten. Wir haben zu wenig Sonnentage mit ausreichender Intensität der Strahlung. So findet eine nennenswerte Vitamin-D-Bildung hierzulande nur von April bis September statt, von Höhenlagen mal abgesehen. Und ein guter Teil der positiven Wirkung des Sonnenlichts ist eben an die Vitamin-D-Synthese gekoppelt. Link: Auch im Sommer kann uns Vitamin-D fehlen. Ein eigenes Kapitel über Vitamin D schildert die Bedeutung dieses Vitamins, welches eigentlich von seiner Funktion her ein Hormon ist. Quasi jedes Organ erhält Rezeptoren für Vitamin D, so dass die Wirkung des Knochenvitamins weit über seine allseits bekannte, für den Knochenaufbau fördernde Wirkung hinausgeht. So wirkt Vitamin D auf das Immunsystem, das zentrale Nervensystem, Leber und Niere, Hormondrüsen etc. Damit wird auch deutlich, wie katastrophal sich der so ungemein verbreitete Mangel dieses Vitamins auswirkt. Unsere heutige Lebensweise mit überwiegenden Indoor-Aktivitäten im beruflichen und privaten Bereich entspricht auch hier einfach nicht den biologischen Notwendigkeiten unseres Organismus, der auf viel Bewegung unter freiem Himmel ausgerichtet ist und unter unserer modernen Lebensweise leidet. Im Übrigen wird Vitamin D als fettlösliche Substanz vermehrt im Fettgewebe gespeichert, so dass Adipöse neben dem üblichen Mangel auch noch einen erhöhten Bedarf aufweisen. Interessanterweise blockiert Koffein den Vitamin D-Rezeptor und damit die Vitamin D-Wirkung, was neben vielem anderen auch ein weiterer negativer Aspekt des täglichen Kaffeekonsums darstellt. Die vielfältigen positiven Wirkungen von Vitamin D füllen dicke Bücher.
und reichen von den bekannten starken Knochen über ein verringertes Krebsrisiko bei fast allen Krebsarten und Stärkung des Immunsystems bis hin zum Schutz vor neurodegenerativen Erkrankungen wie Multiple Sklerose sowie Senkung erhöhter Blutdruckwerte. Link: Vitamin D und Krebs. 9 Fakten, die man Ihnen vorenthalten will. Ein ausführliches und zugleich alarmierendes Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen von künstlichem Licht auf unsere Gesundheit. Moderne Lampen, LED und sogenannte Energiesparlampen, enthalten nicht das volle Lichtspektrum des Sonnenlichts, sondern einen überhöhten Anteil an blauem Licht, welches aktivierend wirkt und somit den Schlaf-Wach-Rhythmus über eine gestörte Synthese des Schlafhormons Melatonin beeinträchtigt. Die gepulste Strahlung bei LED- und Energiesparlampen ist unserem Organismus völlig unbekannt, so dass er damit nicht umgehen kann, was sich in einer Schwächung der mitochondrialen Energiegewinnung und Störung weiterer Zellfunktionen auswirkt. Darüber hinaus stellt der Quecksilbergehalt der Energiesparlampen eine ökologische Belastung ohnegleichen dar. Die nachteiligen Folgen von künstlichen Lichtquellen sind gut untersucht. Natürlich leiden in erster Linie die Augen in Form des vermehrten Auftretens von grauem Star, Fehlsichtigkeit und sogenannter altersabhängiger Makuladegeneration, die oft zur Erblindung führt. Es besteht aber auch ein erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken, was statistisch sehr gut belegt ist. Als Therapie werden sogenannte Blaulichtschutzbrillen empfohlen, die den Anteil an blauem Licht deutlich reduzieren und vor allem abends und bei Bildschirmarbeiten getragen werden können. Der spannende Abschnitt über Biophotonen, die durch die Forschung von Professor Albert Popp bekannt geworden sind, bleibt zum Glück nicht reine Theorie, sondern es werden ganz praktische, für den Alltag relevante Konsequenzen für unser Handeln aufgezeigt. Zunächst einmal wird deutlich, dass die komplexe Kommunikation innerhalb von Zellen sowie zwischen verschiedenen Organen allein mittels biochemischer und neuronaler Vorgänge nicht möglich ist, da so weder die Geschwindigkeit noch die Fülle der Kommunikation in unserem Organismus erklärt werden kann. Somit bietet sich die schon lange nachweisbare und messbare Lichtausstrahlung von Zellen als übergeordnetes Steuerelement an. Im gesunden Organismus herrscht Licht hoher Ordnung vor, welches wir als kohärentes Licht von Lasern hier kennen. Es werden einfache, für jeden durchführbare Möglichkeiten geschildert, wie wir unser inneres Licht qualitativ und quantitativ auf allen Ebenen anheben können. Vor allem naturbelassene Nahrung, möglichst bio, roh, regional, Bewegung in der Natur, angemessene Sonnenbäder und harmonischer Umgang mit eigenen Emotionen und denen unserer Mitmenschen. Schon Paracelsus sagte, was heilt, ist die Liebe. Liebe könnte auf der physikalischen Ebene dazu führen, dass kohärentes Licht, Biophotonen ausgestrahlt und aufgenommen werden. Schließlich werden noch technische Lichttherapiegeräte vorgestellt, die mit Vollspektrumlicht, Infrarotlicht oder Laser arbeiten. Link: Hochdosiert, die wundersamen Auswirkungen extrem hoher Dosen von Vitamin D. Nach einem Überblick über die Geschichte und Entwicklung der Lichttherapie und ihren Pionieren werden einzelne Geräte in ihrer Wirkung und ihrem Indikationsbereich vorgestellt und beschrieben. Hier bietet sich eine gerätegestützte Lichttherapie, insbesondere bei Hauterkrankungen jeglicher Genese, Wundheilungsstörungen, Immunschwäche, Durchblutungsstörungen und Schmerzzuständen aller Art, einschließlich rheumatischer Erkrankungen an. Zusammenfassend ein Buch, das einen guten Überblick über das Thema Licht und Lichttherapie bietet, das zu eigenem Forschen und Nachdenken anregt und beim einen oder anderen Leser eine Lichtspur hinterlassen mag. Auszug aus dem Nexus Magazin Nummer 71, Juni-Juli 2017. Und nicht vergessen, Spiritscape ist nicht kostenlos. Es geht um einen Energieausgleich, den ihr gerne monatlich entrichten könnt. PayPal-Link und Kontoinformation findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Und ich möchte mich auch im Namen des Teams ganz herzlich bedanken für die bereits eingegangenen Zahlungen.
Vielen Dank dafür.